tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein zweites Schlabohr vor. Schlabohr ist die Weiterentwicklung von Haspirohr und hat wie dieses einen Mono-Normal-Typ und hat somit eine Schwäche gegen Kampf und eine Immunität gegen Geistattacken. Seit der 6. Generation kann es eine Mega-Entwicklung machen, jedoch gehe ich hier nicht weiter auf das Mega ein. Wer das sehen möchte, der sieht sich bitte Folge 38 an. Dieses Schlabohr ist ein wenig speziell. Es ist eines der seltenen Pokémon, die unter der Kategorie der Erneuer fallen. Die EV verteilen wir voll in KP und Initiative, dazu ein frohes Wesen, um die Initiative zu maximieren. Die letzten 4 Punkte kommen in die Verteidigung. Als Fähigkeit wählt man Tollpatsch. Diese Fähigkeit verhindert, dass getragene Items beim Pokémon Wirkung zeigen. Im Normalfall ist das ja eher ein Nachteil, allerdings nutzen wir in diesem Set diese Fähigkeit zu unserem Vorteil aus. Im Moveset haben wir Steigerungshieb, Donnerwelle, Wechseldich und Staffette. Als Item eine Offensivweste. Die Offensivweste würde im Normalfall den Einsatz der meisten Attacken von Schlabohr verhindern, jedoch zeigt sie dank Tollpatsch auch seinen negativen Aspekt nicht. Das erlaubt es Schlabohr, dem Gegner mit Wechseldich eine Offensivweste in die Hand zu drücken. Vorteilhaft ist das jedoch nur, wenn man eine gegnerische Wall vor sich hat, die man daran hindern will, Statusattacken einzusetzen, und im Gegensatz zu einem Verhöhner bleibt die Offensivweste dauerhaft drauf. Ihr könnt also eine gegnerische Wall dauerhaft verkrüppeln. Die übrigen Attacken im Set sind hauptsächlich dazu da, um Schlabohr mehr Utility zu geben. Donnerwelle verkrüppelt gegnerische Sweeper und mit Steigerungshieb kann man Angriffsboosts aufbauen, die man mit Staffette weiterpassen kann. Der größte Vorteil von diesem Set ist jedoch, dass der Gegner denkt, dass Schlabohr euer Mega-Pokémon ist. Das funktioniert jetzt allerdings erst wieder, sobald der Schlabohr nicht wieder spielbar ist. Dadurch könnt ihr eurem Gegner mit einem anderen Mega-Pokémon oft überraschen. Des Weiteren rechnet kaum jemand wirklich damit, dass von einem Schlabohr überhaupt irgendetwas anderes als ein Megaset kommt. Nutzt das also zu eurem Vorteil, wenn ihr dieses Set benutzt. Teamoptionen für dieses Schlabohr lasse ich hier mal relativ offen stehen. Baut vielleicht ein Mega-Pokémon rein, welches sich auch ohne Mega-Entwicklung gut spielen lässt, um euren Gegner etwas vorzuspielen. Das war's von meinem Schlabohr und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.